HSV. Wir müssen reden. Moin Moin, es ist wieder Montag und das heißt bei uns wie immer HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jacobs und an meiner Seite ist heute zum einen mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Moin. Und zum anderen haben wir wie immer einen Gast, mit dem wir über den HSV reden wollen. Und die Vorstellung dieses Gastes übernimmt heute der ehemalige HSV-Stürmer und heutige Weltklasse-Stürmer von Tottenham Hotspur, Heung-Min Son. Moin Moin, hier ist Sonny. Ich habe gehört, dass ein guter Freund von mir heute bei euch im Podcast ist. Er kann zwar selbst nicht so gut Fußball spielen, aber kennt sich sehr gut aus und ist der beste Berater, den man sich als Profi vorstellen kann. Viele Grüße an ihn und bis bald mal wieder in Hamburg. Ciao. Ja, über deine Fußballkünste werden wir auf jeden Fall auch noch sprechen, aber erstmal ein ganz herzliches Willkommen, Thies Bliemeister, heute hier am Deadline Day bei uns im Podcast. Vielen Dank und herzlich willkommen. Guten Abend. Thies, wir kennen dich ja schon ein paar Jahre jetzt, deswegen bleiben wir einfach mal beim Du. Du kommst direkt aus Bochum, hast gerade noch den Transfer von Manuel Winzheimer vom HSV zum VfL Bochum klargemacht. Deadline Day für einen Spielerberater wahrscheinlich so der stressigste Tag des Jahres, oder wie sieht es bei dir aus? Ja, gut. Ich gefühlt ist jeder Tag anstrengend in der Transferperiode. Also es ist jetzt, ich versuche es eigentlich immer so zu planen, dass es am letzten Tag nicht mehr brennt. Aber ja, jetzt musste ich mal wieder los und. Hat gebrannt. Genau, habe dann den Manu nach Bochum gebracht und ja, hoffe, dass er da viel Spaß haben wird. Ja. Der Deal wurde ja gestern Abend bekannt, dass es eine Möglichkeit gibt für Manu in Bochum. Kannst du mal sagen, wie sowas läuft? Also ab wann wusstet ihr von dem Interesse von Bochum? Ab wann wusste Manuel Winzheimer davon? Ja, ich wusste das schon natürlich ein paar Tage, wusste ich von dem Interesse. Und der Manu hat es gestern Abend erfahren. Gestern Abend? Ja. Vor dem Spiel oder nach dem Spiel? Nee. Nach dem Spiel. Nach dem Spiel. Ja, ich habe ihn natürlich extra in Ruhe gelassen, aber ich hatte schon mit seinem Vater gesprochen und ja, dann haben wir danach dann mit Manu gesprochen und ja, dann war es auch schnell klar, nachdem die Verpflichtung von Martin Hanik gefühlt klar war, dass Manu sich verändern muss und dass wir einfach nochmal mit dem VfL Bochum sprechen. Das haben wir dann gemacht und dann ging es ganz schnell. Dann sind wir heute Morgen um 8 Uhr ins Auto gestiegen und nach Bochum gefahren. Wir haben natürlich auch mit dem Trainer, mit Dieter Hecking, über diesen Transfer gesprochen und er hat uns dann das gesagt. Ich finde, VfL Bochum ist eine Top-Adresse, wo er sich jetzt hoffentlich so zeigt, wie wir uns das von ihm erhoffen. Das ist aber auch keine Kaufoption, weil wir total von ihm überzeugt sind, dass er, wenn er jetzt in Bochum 20, 25 Einsätze spielt und dann Tore macht, ja, dass wir dann im Sommer einen besseren Spieler zurückkriegen. Ja, kannst du das unterschreiben, was Dieter Hecking gesagt hat? Ich bin froh, dass er nicht gesagt hat, dass er 25 Tore schießen muss. Muss er nicht? Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne den Verein gut. Ich schätze den Sportvorstand sehr, den Sebastian Schinzelot, und habe sehr gute Erfahrungen dort gemacht mit Spielern wie Michael Gregoritsch, Onur Bulut, ganz am Anfang mal Ilkay Gündogan. Ja, deswegen kenne ich mich da gut aus und ich glaube, dass es für den Jungen ein guter Schritt ist. Bist du trotzdem, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber ein bisschen enttäuscht oder traurig, dass dann eben Winzheimer deine Stadt Hamburg verlassen muss? Also ja, also das bin ich grundsätzlich immer, lustigerweise. Und ja, das kam für mich dann ja auch relativ überraschend und ich finde, das ist ein toller Junge. Aber klar, zählt beim HSV jetzt nur der Aufstieg und für alles klar, dass man da nicht jetzt auf Manuel Winzheimer Rücksicht nehmen kann. Und ja, ich glaube, da haben wir eine gute Alternative gefunden jetzt. Und vielleicht ist es für alle dann am Ende eine Win-Win-Situation. Du hast ja neben Manuel Winzheimer auch noch Adrian Fein beim HSV, Tom Mickel, glaube ich, auch noch. Ja. Adrian Fein ist ein gutes Beispiel für einen jungen Spieler, der es beim HSV gerade gut schafft. In der Vergangenheit gab es einige Beispiele, wo es junge Spieler hier nicht so gut geschafft haben. Würdest du als Berater trotzdem es immer wieder versuchen, mit jungen Spielern beim HSV, die da auch unterzubringen? Ja, ich beweise es ja immer wieder, dass ich da nicht aufgebe. Aber ja, ist schon ein schwieriger Club, schwieriges Umfeld.
Gerade das Hamburger Abendblatt ist da immer sehr scharf, muss man sagen, mit den Kritiken. Nein, Spaß. Ich schau mal nach rechts. Ich erinnere mich da an eine Einzelkritik. Was du erinnerst noch sehr gut an Heumannsson. Was war das? Das würde ich gerne von dir nochmal hören. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber du darfst es gerne noch einmal erwähnen hier an dieser Runde. Ich krieg das auch nicht mehr so zusammen, glaube ich, aber du hast auf jeden Fall in der Einzelkritik wie immer daneben gelegen geschrieben, dass der Spieler Heung-min Son mal eine Pause braucht und eine etwas längere Pause. Und ich glaube, danach hat er den HSV gefühlt zweimal zum Sieg geschossen oder irgend sowas. Also und jetzt reicht es doch nicht mal gegen Liverpool im Finale zu gewinnen. Also genau. Der hat recht. Der Kollege Schiller braucht auch mal eine Pause, oder? Was meinst du? Das habe ich ihm danach öfter gesagt. Aber ja, so ist er halt, der Kai. Aber dafür schreibt er unglaublich schön. Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ne? Ja. Stichwort junge Spieler. Mats Köhlert ist auch ein Spieler, der bei euch unter Vertrag steht, bei Sports United. Ja. Ist jetzt nach der Saison nach Holland gewechselt, zu Willem II, Tilburg. Ja. Warum hat das beim HSV nicht gepasst? Gab es noch die Möglichkeit, hier zu bleiben? Sein Vertrag lief ja aus. Ja, da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also der Mats war in aller Munde, als er 18 Jahre alt war, und alle wollten ihn gefühlt hier behalten, und gefühlt saß der halbe HSV-Vorstand in seinem Wohnzimmer. Knebel Beiersdorfer, glaube ich, war das damals. Ja, genau, und dann, ich glaube, saßen noch zwei andere da, und die haben ihn natürlich alle überzeugt, wie es dann so häufig ist, und dann haben sie ihn 2 Jahre vergessen. Und ja, also ich finde, nur die guten Spieler kommen aus so einem Loch dann wieder raus. Es war eine unglaublich schwere Zeit. Und dann war es umso schöner, dass der Hannes Wolf ihn dann gefühlt wiederentdeckt hat. Hat auch ein bisschen gebraucht, ne? Ja, hat auch ein bisschen gedauert. Also ich hatte es damals auch schon dem Bernd Hollerbach gesagt, da war der Mats aber leider verletzt. Ja, dann aber besser spät als nie. Und dann haben wir ja schon früh gespürt, dass es ja eigentlich nicht weitergeht, und dann war mir eigentlich klar, dass er nach Holland muss. Also gerade da kommen ja Spieler wie Mats total ja zur Entfaltung, und sie blühen auf. Dort weiß man, was ein Flügelspieler ist. Ja, und das sieht man jetzt auch in den letzten Partien. Da blüht er total auf und ist total glücklich. Gleich 2 Tore gemacht letzte Woche, Tabellenführer gewesen, jetzt gerade. Genau, gestern verloren. Auch wieder super gespielt, wahrscheinlich die beste Saisonleistung gegen Feyenoord, Rotterdam. Ja, die sind total glücklich, ist auch ein super Typ, also total positiv, und den hat man eigentlich gerne um sich, ne? Das ist ein klasse Junge. Dafür haben wir sogar einen kleinen Beweis. Tatsächlich. Hallihallo, Herr Bliemeister, Köhlert am Apparat. Vielleicht kannst du dich ja noch an unseren Ausflug nach Tilburg mit dem Auto erinnern. Oder als erstes würde ich dich bitten, einmal deine Schlafposition, soweit du das Bild noch vor Augen hast, einmal nachzustellen. Und dann würde ich dich gerne fragen, wie es denn möglich ist, in dieser Position ganze 4 Stunden zu schlafen, ohne auch nur was mitzubekommen. Das interessiert mich wirklich sehr. Ja. Ich bitte um Antwort. Ja, der Raum ist klein hier, ich weiß nicht, ob du die Position hier zustande bekommst. Aber. Ja, der Mats ist einfach ein fantastischer Fahrer, ne, muss man sagen. Also, aber gut, ich kann überall schlafen, also das ist kein Problem. Ja, bist du ja auch viel unterwegs als Spieler? Ja, sehr, sehr viel, aber ich nutze die Zeit im Flugzeug immer, um zu schlafen. Wärst du heute gefahren nach Bochum? Ja, da hat mich der Manu ein bisschen übers Ohr gehauen heute. Da war ich noch nicht richtig wach, als er mich dann ans Steuer gebeten hat, aber er meinte dann, okay, du fährst hin, weil ich muss dann ja noch weiter nach Halle. Und, weil dort die U19, 20 ist, genau. Und ja, und dann hat er mir aber dann, ich glaube so 10 Kilometer vor Bochum, dann angeboten, ob wir nochmal tauschen wollen. Damit ich doch ein bisschen weiter telefonieren kann, weil ich ja noch einiges zu tun hatte. Du siehst sehr ausgeschlafen aus, auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt frisch, also. Ganz kurz, U20, da ist Manuel Winsheimer, U21 zum ersten Mal nominiert, ist Mats Köhlert. Also tatsächlich ein schneller und großer Erfolg für den Jungen, oder? Ja, also er hat ja sowieso schon viel Erfahrung jetzt im DFB-Trikot, war ja fast immer dabei in den U-Nationalmannschaften, und ich glaube, die erinnern sich immer positiv an ihn, weil es einfach auch schön ist. Also erstmal ist er ein richtig guter Spieler, aber das ist auch ein guter Junge, der,
der halt in jede Mannschaft passt. Ne? Das muss man schon sagen. Wenn man sich seine Biografie anguckt, da steht dann von U15 bis U21, glaube ich, jedes U-Team drin. Ja. Wie kann das passieren, dass der HSV so einen Spieler dann einfach vergisst? So wie du es formuliert hast. Ja, da müssen wir dann die Verantwortlichen von damals fragen, aber ich glaube, da passiert dann auch so viel und das ist ja häufig im Profifußball so, dass du viele tolle junge Spieler hast, aber dann werden sie halt gefühlt vergessen oder der Cheftrainer hat dann nicht den Mut, die Jungs zu bringen oder es hat zu viel Druck. Also ich würde mir wünschen, dass immer 2, 3 dann Talente aus dem eigenen Stall immer die Chance kriegen, weil alle sagen immer so schnell, ja, der kann es nicht, so wie Kai Schiller dann ja auch. Kann ich bestätigen. Ja. Dass er selbst nicht kann? Ja, das beim Fußball. Ich habe es einmal gesehen, aber gut, da wollen wir jetzt nicht schweige. und ja, deswegen würde ich mir da wünschen, dass es einfach häufiger passiert. Das wäre für uns alle gut, auch für den deutschen Fußball. Aber da fehlt halt oft der Mut. Ja. Stichwort Mut. Du hast heute ja nun Manuel Winzheimer nach Bochum gebracht. War das das Einzige, was du heute durchbringen musstest? Oder hast du den ganzen Tag, warst du da am Telefon? Ist dir das zu wenig? Na, ich kenne dich ja ein bisschen seit vielen Jahren und weiß, dass du ein umtriebiger Typ bist. Ja. Also gab es noch andere Gespräche mit anderen Vereinen, anderen Clubverantwortlichen oder war alles eingetütet schon? Ja, nee, ich habe heute tatsächlich noch einen großen Deal am Laufen gehabt, aber es ist dann leider nicht zustande gekommen. Wir sind ja hier unter uns. Ja. Du darfst das präzisieren, wenn du möchtest. Ja, es ist natürlich ein Geheimnis. Dass du hier lüften kannst. Sollen wir das aus dir rauskitzeln? Also ihr oder? Wisst ja, dass der Michael Gregoritsch auch auch wechseln. Thies trinkt was für uns. Also gerade gemerkt. Wollte. Auch wechseln. Man hat gehört, Werder Bremen soll Interesse gehabt haben. Das kannst du hier bestätigen? Ja, das kann ich nicht bestätigen, aber letztendlich haben wir da noch mal ein bisschen telefonieren müssen heute und ja, ist nichts passiert, aber. Warum hat es nicht geklappt? Ja, also er fühlt sich grundsätzlich auch wohl da, aber ja, meistens ist ja das liebe Geld dann. Ne? Man kennt die Augsburger ja, die wollen immer viel und geben aber gerne wenig aus. Ja, also den kann ich jetzt in dieser Transferperiode überhaupt keinen Vorwurf machen. Ich habe auch nur wilde Sachen gehört, aber das war... Also ich hatte einen super Austausch. Das war echt okay. Du sagst, das liebe Geld ist ja manches Mal auch dann beim Berater ein Problem. Wir hatten heute so einen Fall tatsächlich. Berkay Özcan war ja kurz vorm Transfer nach Istanbul. Das hat jetzt am Ende des Tages auch geklappt. Mhm. Gab aber ein paar Irrungen und Wirrungen heute Vormittag, weil der Berater von Berkay Özcan ein bisschen Provisionsgeld haben wollte. Mhm. Wie siehst du das? Also ist das... Ist das bei dir auch öfters mal ein Hinderungsgrund, warum dir klappen oder platzen könnte? Oder ist das selten der Fall? Oder ist das immer vorher schon klar, wie viel du bekommst als Berater? Ja, also da gibt es eigentlich kein Problem. Vielleicht mögen mich deswegen die Vereine auch so gern, aber das ist kein Problem. Ist es denn überhaupt normal, dass man einen Spieler verleiht für 0 Euro und dass ein Berater dann trotzdem ein Honorar bekommt? Ja, das kommt natürlich darauf an, was er da geleistet hat. Ne? Wenn der HSV ihn unbedingt abgeben wollte und dadurch auch Geld spart und er dann vielleicht in der Türkei nicht bezahlt wird, dann kann das natürlich sein, dass er hier noch was verlangt. Also ich glaube, das muss jeder selber wissen. Da will ich auch nicht jetzt den Schlaumeier spielen. Aber ein Transfer ist noch nie an meiner Provision gescheitert. Bei Leihgeschäften hast du eben gesagt, das kann man nicht pauschalisieren. Kannst du sagen, ob du was bekommen hast für den Deal mit Manuel Winzheimer? Ja, leider weniger. Also deswegen habe ich da eigentlich ein schlechtes Geschäft gemacht. Aber gut, was soll ich jetzt machen? Aber die Erdnüsse zum Bier kannst du dir noch leisten. Ja, gerade so. Aber
ja, ich hoffe, dass er da spielt und dann wird es eh für alle viel mehr Geld. Also das muss immer das Ziel sein. Ne? Gerade bei jungen Spielern sollte man nicht auf die Provision schauen. Da habe ich auch oft schon gesagt, okay, lass sie weg oder was auch immer. Ne? Also das Hauptsache die Jungs gehen durch. Du hast ja in deiner Karriere als Spielerberater schon den einen oder anderen Euro gemacht, unter anderem auch mit Michael Gregoritsch, den hatten wir gerade. Der Transfer hat jetzt nicht geklappt, aber er hat auf jeden Fall für uns noch eine kleine Botschaft. Hallo Tyson, hier ist Michi. Könnte eigentlich einen ganzen Podcast füllen mit Fragen für dich, aber ich stelle einfach mal zwei und du kannst dir die bessere aussuchen. Und zwar, warum ist dein Spitzname Klaus? Kannst du das mal erklären? Und die zweite Frage ist, wer ist eigentlich der beste Minispieler, den du jemals gekannt hast? Dom-Olympiade, Basketball, Minigolf, Golf. Vielleicht kannst du das ja irgendwie beantworten. Dankeschön und bis bald und viel Spaß. Da wir die Gastherren sind, sagen wir einfach mal, du musst beide Fragen beantworten. Ja, mir wäre die zweite wesentlich lieber gewesen, aber... Was war denn das Tyson? Das ist dein erster Spitzname? Ja, ich weiß auch nicht, warum... Er nennt mich schon lange so, kam einfach so, hat nichts mit Mike Tyson zu tun. Wäre schön, aber also wenn so einen Tice. Punch hätte. Ja, genau. Die Österreicher haben ja ihre eigenen. Ja, da habe ich mir also eh einiges schon anhören müssen, damals in Kapfenberg. Ich habe ja den Michi schon mit 15 damals übernommen dort in Kapfenberg. Da war sein Vater Trainer und der hat dann. Was heißt übernommen? Quasi als Berater übernommen. Ich habe ihn angefangen akquiriert. Zu betreuen. Unter Vertrag genommen, ja. Kann man das so sagen? Ja, vielleicht. Ja. Und dort hat der Vater mich auch immer Marmeladinger, Piefkoni, ich weiß gar nicht, wie ich habe so viele Spitznamen. Und Klaus. Ja, Klaus, also wenn er mich richtig ärgern will, dann sagt er immer, ich sehe aus wie Klaus Reitmeier. Doch, stimmt. Also ich kann da eine große Nähe entdecken. Da will er mich immer ärgern. Und das, also ich will dem Klaus jetzt nicht zu nahe treten. Das ist eine größere Nase, der Klaus Reitmeier. Ja, auf jeden Fall hat er da richtig Spaß und lacht sich immer schlapp. Also. Und die Mini-Olympiade? Da ist wahrscheinlich eher nicht so schlecht drin, tippe ich jetzt mal. Ja, wir haben ja schon gefühlt alles gespielt gegeneinander und jetzt sind wir aber zum Golf gekommen dann und dann habe ich ihn das letzte Mal geschlagen und leider musste ich mich dann, ich glaube letzte oder vorletzte Woche auch geschlagen geben, obwohl ich ihm sagen muss, ich habe geahnt, dass der Transfer nicht klappt und habe ihn natürlich gewinnen lassen, damit er nicht so sauer auf mich ist und damit er sich keinen neuen Berater sucht. Ja. Bis jetzt hat es geklappt, mal sehen, wie es morgen aussieht. Clever. Und Minigolf, wer hätte da die bessere Chancen? Man muss sagen, da ist er ja der typische Zehner, da hat er schon natürlich ein tolles Gefühl, ein tolles Ballgefühl. Ja. Du hast schon gesagt, mit Werder hat es nicht geklappt. Von Werder kommt jetzt zum HSV Martin Harnik. Mhm. Wie ist das eine gute Entscheidung vom HSV? Ist das, wie hast du diesen Transfer bewertet, auch wenn das nicht dein Spieler ist? Ja, grundsätzlich glaube ich, wollen hier alle aufsteigen und das ist auch nochmal ein Zeichen dann, dass sie alles dafür tun und wenn du hoch willst, dann musst du Tore schießen, musst du viele Tore schießen. Das hat der FC Köln auch letztes Jahr wieder bewiesen. Deswegen glaube ich, dass das für den HSV ein guter Transfer ist. Klar hätte ich lieber Manuel Winzheimer im Sturm gesehen, aber ja, es geht hier nicht um mich oder Manu, sondern um den HSV und wenn sie meinen, der hilft denen jetzt wirklich weiter, dann ist das die richtige Entscheidung. Alles andere werden wir dann sehen. Du warst ja gestern auch im Stadion, hast das Spiel gesehen. Der HSV war sehr stark gestern. Ja. Glaubst du, dass man diesen Harnik-Typen jetzt überhaupt noch braucht in dieser Mannschaft? Ja, das ist die Frage. Wenn du natürlich weiter mit einer Spitze dann spielst, dann kann es natürlich auch problematisch werden am Ende, wenn dann einer von den beiden nicht spielt. Aber der Martin Harnik kann ja auch auf den Flügeln spielen. Und ich glaube, die werden schon eine Position für ihn finden und ja, ist immer gut, also so einen Spieler in seinen Reihen zu haben. Kann ja auch auf Außen spielen. Genau. Wir haben gestern unter anderem Bakary Jatta ja gestern gespielt. Ja. Wie hast du die Atmosphäre gestern im Stadion empfunden, als er das Tor gemacht hat, als er dann nachher ausgewechselt wurde? Das war ja schon eine besondere Stimmung, oder? Das war fantastisch. Ich beobachte grundsätzlich immer
viel während des Spiels, auch die Trainer, so was die machen und auch was so rundherum passiert bei Auswechslungen, beim Warmmachen. Und dann habe ich ihn so beobachtet, wie er dann da lang gegangen ist. Ist schon ein cooler Typ, muss man sagen, wenn man das alles, was er jetzt erlebt hat, nicht nur hier, sondern auch vorher, wenn man das so wie er verkraftet dann und dann noch Fußball so gut Fußball spielen kann, dann ist das wirklich toll. Heute, also gestern war ein sehr emotionaler Tag für ihn. Heute war vielleicht sogar der noch wichtigere Tag für ihn, weil heute das Bezirksamt Hamburg-Mitte das Verfahren eingestellt hat, beziehungsweise die Akte geschlossen hat und damit eigentlich ein für alle Mal klar gemacht hat, Bagariata ist Bagariata. Das ging jetzt 4 Wochen lang so. Das ist jetzt nicht dein Klient, aber wenn du sein Berater gewesen wärst, wie hättest du dich verhalten in dieser Phase? Das war, ist ja schon kein besonderer Fall. Ja gut, also in erster Linie musst du natürlich wie für einen Freund Tag und Nacht dann da sein, wenn er ein Problem hat. Ne? Also ich glaube, du musst viele, viele Gespräche führen und ihm einfach auch in dieser Zeit versuchen, einfach weiter positiv auf ihn einzuwirken, ne? Dass er auch weiter daran glaubt, dass das alles gut werden kann. Aber ich glaube, grundsätzlich ist die Geschichte nicht schön. Also ich finde, wer weiß, was wir alles dafür getan hätten, um hier zu bleiben. Und selbst wenn es so gewesen wäre, hätte ich es überhaupt nicht schlimm gefunden, in so einer Drucksituation dann Dinge zu tun, die man sonst vielleicht nicht macht. Also ich finde das, würde es sehr schön finden, wenn es jetzt erledigt wäre dann. Der Hacking hatte eine relativ klare Haltung auch zum Fall Jatta und wir können einmal nochmal hören, was er heute nach dem Training zu der Entscheidung des Bezirksamts gesagt hat. Na, ich glaube, dass das dann ein weiterer Schritt ist, um allen den Wind aus den Segeln zu nehmen, die geglaubt haben, dass da irgendwas falsch gelaufen wäre. Ja, und bestärkt eigentlich mich nur in dem Eindruck, den ich immer in der Geschichte gab, war vom Bakker, der mir gegenüber gesagt hat, Trainer, ich kann versichern, das ist alles in Ordnung mit meinen Papieren. Und darauf habe ich immer gefußt, weil ich das Riesenvertrauen hatte, dass der Bakker mich nicht anlügen würde. Und wenn das dann jetzt so bestätigt wurde, dann ist das richtig gut. Der HSV hat sich die ganze Zeit sehr, sehr geschlossen hinter Bakariata gestellt. Das dürfte auch jeden Berater dann wahrscheinlich erfreuen. Also war keine normale Situation. Ja, das stimmt. Also das hätte ich mir wahrscheinlich schon öfter gewünscht in der Vergangenheit. Da war es aber natürlich nicht so eine schlimme Situation wie jetzt. Aber der Dieter ist eine deutsche Eiche, der weiß ganz genau, was er tut in solchen Situationen. Du hast ja gerade gesagt, man ist auch als Berater 24 Stunden theoretisch für einen Spieler da. Ihr habt ja relativ viele Spieler auch bei euch im Profil. Ist das überhaupt möglich, für jeden Spieler immer so da zu sein? Ja, zum Glück hat ja nicht jeder immer Probleme irgendwie. Also, und immer zu verschiedenen Zeiten dann. Wir haben dann ein super Team. Ich habe ja einige Jungs da bei mir wir versuchen einfach für alle da zu sein. Natürlich ist der Job des Beraters, irgendwie hat sich alles ein bisschen verändert. Früher hast du eigentlich nur die Verträge gemacht, jetzt machst du alles. Aber also gerade in Hamburg finde ich es auch gut, wenn ich damals dem Sonny habe ich auch die Wohnung dann selber gesucht. Da brauchen wir dann keinen Teammanager oder irgendwas, weil da kenne ich mich schon besser aus hier oder alles andere dann auch gemacht. Das macht Spaß, dann wenn dann gewisse Dankbarkeit auch da ist. Ne? Also dann macht man das auch alles gern natürlich. Ja, ihr hattet vor 2 Jahren einen ähnlichen Fall mit Youssoufa Moukoko. Da gab es auch eine Überprüfung der Geburtsurkunde hier in Hamburg, auch eine Entscheidung des Bezirksamtes damals, glaube ich. Ja. Das Thema wird euch ja wahrscheinlich auch noch weiter begleiten. Nervt einen das als Berater, dass über sowas dann ständig geschrieben und berichtet wird? Nö. Also für mich ist es klar, dass die Journalisten da ihre Arbeit machen müssen. Hab schon viel gesehen jetzt in meiner Beraterlaufbahn und in erster Linie ist der Junge ein richtig guter Fußballspieler so und alles andere wird man sehen, aber ich bin der Meinung, dass man die Jungs einfach in Ruhe lassen soll und es vielleicht genießen sollte, dass sie so gut sind. Also alle suchen irgendwie immer das Haar in der Suppe, man soll die Jungs einfach mal lassen und vielleicht haben wir dann auch wieder bessere Spieler in Deutschland und dann fragt keiner mehr irgendwie,
warum haben wir keine Straßenkicker da in der Nationalmannschaft? Ja, okay, man muss die natürlich auch leben lassen, ne? Und ja, wir versuchen die Jungs zu schützen und, ja. Und man muss die leben lassen, finde ich einen ganz starken Satz. Zeigt der Fall Jatta und jetzt, wenn du auf deinen eigenen Jungen guckst, auf Moukoko, vielleicht auch, dass man sehr sensibel mit Anschuldigungen, mit Behauptungen, mit dergleichen umgehen muss vielleicht. Ja, natürlich. Also ich meine, gerade in dem Geschäft, wie viele Gerüchte es dort gibt, wie viele Anschuldigungen und ja, das ist dann der Neid. Ne? Wie gesagt, ich finde, wir sollten alle am Fußball Spaß haben. Also ich mach's, weil ich den Fußball liebe. Ne? Ich will die Jungs sehen, wie sie Spaß haben und Tore machen und jubeln können und nicht immer nur denken, ja, okay, das fehlt ihm und da hat er die falschen Schuhe an und warum trägt er so eine Jacke und warum fährt er so ein Auto und ist einfach zu viel Genörgel für mich im deutschen Fußball. Stichwort deutscher Fußball, der Kampf um die jungen Talente ist ja auch in der Beraterszene relativ groß. Wir haben gerade Moukoko angesprochen, der ist mit 12 von St. Pauli zu Dortmund gewechselt. Wie ist das eigentlich so, in welchem Alter fängt man an, so junge Spieler auch als Berater für sich zu gewinnen? Ja, einige Kollegen sagen ja, dass sie erst mit 16 da rangehen und so. Ich glaube, da lügen die meisten. Also grundsätzlich scouten wir schon sehr früh. Kannst du sagen, sehr früh heißt? Ja, also zumindest Spiele schauen, das ist ja auch nicht verboten, finde ich. Also klar. Mit 12 schaut man auf jeden Fall schon mal, wer kann was werden. Also warum nicht? Wir kontaktieren die dann natürlich nicht, aber grundsätzlich schauen wir früh, ob jetzt hier oder in anderen Ländern, schauen wir früh, ob die Jungs was können. Und dann kommt es häufig, ja, ansprechen weiß ich eh nicht, also wir haben jetzt nie vor irgendeiner Kabine gewartet und gesagt, bitte darf ich dein Berater sein. Aber kannst du mal erklären, wie das funktioniert? Also sprechen die Eltern dann dich an, weil du ja mittlerweile dann auch als Berater bekannt bist? Oder versuchst du die Nummer der Eltern rauszufinden, fragst den Trainer, darf ich die anrufen? Ist das okay, wenn du einen Kontakt vermittelst? Oder wie funktioniert so etwas? Möchtest du Berater werden? Also da würde ich besser verdienen als der Journalist wahrscheinlich, aber erklär mal. Ja, also das ist verschieden. Also natürlich ruft man dann auch mal jemand an oder meine Mitarbeiter rufen dann die Eltern erstmal an und sprechen mit den Eltern und fragen sie, ob es überhaupt möglich ist oder ob sie sich schon mal treffen wollen, ob man das grundsätzlich begleiten kann, das Ganze. Ja, und dann kommt es halt zu dem Treffen, dann kann man erstmal sagen, okay, wir helfen euch erstmal, bis er soweit ist, überhaupt, bis es überhaupt um Verträge geht. Und dann kommt es ja meistens zusammen. Also ich finde grundsätzlich auch, dass man, dass das richtig ist, auch erst später normal mit 16 oder einen Berater dazuzunehmen. Aber das ist auch immer eine Frage, wie gut du bist letztendlich. Also wenn du... Moukoko ist ein Ausnahmetalent, kann man so sagen. Ja, genau. Weltweit. Und der braucht halt jetzt einen Manager. Das ist Fakt. Aber andere brauchen es vielleicht nicht. Deswegen ist es totaler Quatsch zu sagen, nee, wir scouten keine 12- bis 13-Jährigen. Ja, scouten können wir, wen wir wollen, aber wir wollen, wir müssen ihn nicht unter Vertrag nehmen. Weil das soll jeder selbst entscheiden, ob er Hilfe braucht oder nicht. Also ich sage, wir machen auf jeden Fall die besseren Verträge als die Eltern. Aber jeder muss es selbst entscheiden. Du weißt ja, wie das Image von Beratern ist immer nicht das Beste. Findest du das unfair oder gibt es aus deiner Sicht wirklich viele, wo du selbst auch Erfahrungen gesammelt hast, die man dann als schwarze Schaf oder wie auch immer bezeichnen könnte? Oder ist das eigentlich Blödsinn, dieser Ruf? Ich weiß ja nicht, wie du auf Partys, wenn du sagst, wenn man fragt, was machst du eigentlich? Ja, ich bin Spielerberater. Ob das meistens ein Stirnrunzeln nach sich zieht oder eher interessiertes Nachfragen? Ich werde ja auf Partys eigentlich nicht mehr eingeladen. Jetzt bin ich schon so alt. Aber höchstens jetzt Geburtstagspartys zu Hause mit meiner großen Tochter dann, aber also 8, die ist 8, ne? Das ist keine richtige Party dann. deswegen ist es so, dass da gibt es sicher, wie in jeder Branche, wahrscheinlich schwarze Schafe. Aber ich kenne auch 2, 3 gute. Also wenn mich jetzt mal ein Spieler fragen würde, dann könnte ich schon 2, 3 gute nennen. Mach mal Werbung. Wer ist denn außer Thies Bliemeister ein guter Berater? Ich mag
die Jungs von Spielerrat, das sind von Kai Havertz und da der Daniel De Longa. Das sind. Hatte hier mal Emir Spahic, ne? Ja, das ist ein toller, super Typ, mit dem habe ich damals auch schon verhandelt, die Adidas-Verträge verhandelt. Und tauchte auch schon mal im Spiegel auf im Zusammenhang mit Jonas Bolt. Ah ja. Also, das stimmt, das habe ich jetzt vielleicht den falschen Namen genannt. Ja, also man kann auch, man muss aufpassen als Berater, ne? Was man macht und wo man möglicherweise in irgendwelche Fallen tappt. Dann ja, kann so eine also in der Karriere auch schnell vorbei sein. Ne? Sicher, deswegen habe ich mir natürlich hier was angetan. Ne? Das ist natürlich eine Riesenfalle hier, aber das sind grundsätzlich gute Jungs. Also die haben jetzt nicht durch Zufall den. Und deswegen... Ja, gibt es auf jeden Fall zwei, drei gute, aber gibt auch viele schlechte. Aber wie gesagt, also nicht jeder ist, oder in jeder Branche gibt es das. Du hast ja auch noch eigene Berater bei dir in der Firma und einen davon würden wir jetzt nochmal hören. Hey Thies, alte Rakete, Paddy Williams hier. Ich habe mal eine Frage. Damals in der U19 bei St. Pauli, da hat der Trainer Joachim Filipkowski dich häufiger auf der Ersatzbank gelassen. Wer hat denn eigentlich für dich auf der rechten Seite gespielt? Willst du die Frage beantworten? Erinnerst du dich überhaupt noch daran? Das ist so lange her, muss ich sagen. Patrick Williams, erstmal dein Kollege bei Sports United. Genau, ja. Langjähriger Partner jetzt auch schon in der Agentur. Ja, also das war tatsächlich eine tolle Zeit. Aber wir haben da natürlich, also erstmal waren wir Freunde oder sind wir Freunde. Waren es auch damals schon und war es natürlich hart, dann manchmal draußen zu sitzen. Aber der Patrick, der war damals schon ein richtig guter Kicker. Also deswegen war das schön, ihm manchmal zuzuschauen. Es war nicht so hart. Der war richtig gut. Also von Wunderkind kann jetzt in deinem Fall keine Rede sein? Nee, ich hätte mir alles hart erarbeiten müssen, aber... Patrick Williams ist einer deiner Mitarbeiter. Ihr habt ja mittlerweile wirklich, kann man sagen, eine echt große angesehene Agentur in Deutschland, die hier in Hamburg ihren Sitz hat. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Ja, also in Deutschland haben wir sechs. Festangestellte oder wie? Fest, ja. Und dann in Südkorea noch welche. Und in London. Das hat sich so entwickelt. Ich hab tolle Leute kennengelernt und hab mir einfach gedacht, okay, man könnte das alles noch ein bisschen weiter spinnen. Ja, und das macht total Spaß, eine richtig gute Truppe. Du hast gerade Südkorea angesprochen, wann kommt denn der nächste Heung-Min Son? Wir waren ja schon ein paar Jungs mal zur Probe. Ja, das stimmt. Also ein Heung-Min Son wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Das ist wahrscheinlich das Beste, was Südkorea je im Fußball hervorgebracht hat. Weil da einfach alles stimmt, der Charakter und dann natürlich die sportliche Qualität. Deswegen, ja, wir schauen immer mal und es ist so, dass es gute Jungs gibt. Also du hast da noch ein paar? Ja, auf jeden Fall. Und man sieht jetzt auch der Hee-Chan Wang ist auch wieder, seitdem er den HSV dann verlassen hat, läuft es bei ihm auch wieder. Ja. Was an wem liegt? Am HSV oder an Hee-Chan Wang? Ja, also gefühlt habe ich das schon zu oft gesehen. Dann denke ich schon manchmal am HSV. Aber ja, die zweite Liga ist vielleicht auch nicht so seine Liga, das muss man auch sagen. Der hat ja das Jahr davor in der Euroleague alles zerfetzt, gefühlt. Und ja, dann in der zweiten Liga ist das dann vielleicht auch manchmal nicht so leicht. Er hatte natürlich auch Probleme zum einen mit den großen Turnieren, war immer unterwegs, viel verletzt dann. Ist eigentlich nie so richtig in Schwung gekommen. Ja, das stimmt. Ich war auch bei den ganzen Turnieren und fühle mich relativ fit. Son war übrigens auch bei den ganzen Turnieren und hat das ganz gut weggesteckt. Bei Son fällt auf, dass der hat ja nun wirklich eine Karriere gemacht wie am Reißbrett entworfen. Ne? Also Korea, HSV, Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur. Erstens, was ist der nächste Schritt? Gibt es überhaupt noch einen nächsten Schritt für den? Ich meine, er war jetzt letzte Saison im Champions League-Finale. Und zweitens, kann man sowas als Berater halbwegs planen? Ja, also klar.
Also erstmal ist das ein richtig toller Verein, wo er jetzt spielt. Also die Tottenham Hotspurs begeistern mich immer wieder mit dem Chairman Daniel Levy, der einfach das beste Trainingszentrum gebaut hat, das beste Stadion gebaut hat. Ich war jetzt gerade wieder in dem Fanshop. Das ist fantastisch. Also kann man, ich weiß nicht, wie er das alles macht. Auf jeden Fall macht er alles, was er macht, macht er richtig gut. Deswegen ist er zurzeit dort total happy. Hat einen fantastischen Trainer, der ihn wieder besser gemacht hat. Über den schwärmst du schon seit Jahren. Ja, der ist unglaublich. Hart, aber er macht jeden Spieler besser. Und hat auch Sonny zum Mann gemacht und noch viel besser gemacht. Das heißt, da gibt es dann auch eine Dankbarkeit. Das heißt, Son war jetzt wahrscheinlich kein Thema, diese Transferperiode. Ja, es gab natürlich Anfragen, konkrete Anfragen, aber wir haben da kurz drüber gesprochen und haben gesagt, nee, der ist echt glücklich da zurzeit. Und jetzt muss ich natürlich gestehen, dass die Anfragen würden mich wirklich interessieren, weil wo soll ein Heung-min Son, der wie gesagt im Champions League-Finale gespielt hat, wo soll der noch hinwechseln? Also zum Champions League-Sieger. Ja, genau, zum Beispiel. Will Klopp ihn? Nein. Okay, kurz und knapp. Ja, der HSV ist es auch nicht. Da könnte er ja seine Karriere irgendwann mal ausklingen lassen vielleicht, damit würdest du zumindest deiner Heimatstadt einen Gefallen mit tun. Ja, er sagt ja auch immer, er ist Hamburger, also ich würde mich auf jeden Fall total freuen, wenn er nochmal hier wohnen würde mit seiner Familie und mit dem Vater, das wäre richtig schön. Sonny hat ja gleich am Anfang gesagt, toller Berater und viel zu verdanken. Ist Son der Spieler, dem du auch am meisten vielleicht zu verdanken hast? Ist er sozusagen für dich der Dosenöffner gewesen, dass deine Karriere durchstartet, oder war der gar nicht so entscheidend? Ja, gut, natürlich. Ich glaube, wir sind beide total froh, dass wir uns irgendwie haben. Ich verbringe halt auch gerne Zeit mit ihm, weil das ein wirklich super positiver Junge ist. Nur, obwohl er sagt, dass du nicht so ein guter Fußballer bist. Ja, wir haben schon mal hier in der Soccerhalle, da wo der Kai auch mal spielt, in Kieler Straße. In der Kieler Straße. Henrik darf auch manchmal. Haben wir schon mal gespielt, aber nur 1-1. Da habe ich immerhin 12 Tore gegen ihn geschossen, aber das... Und er gegen dich? 837. Es ging bis 20. Okay, du hast gerade gesagt, du bist noch relativ fit. Ja. Und wir haben herausgefunden, du hast auch in 2 Wochen die Chance, deutscher Meister zu werden. Ja. Ist das korrekt? Willst du uns aufklären, was... Minigolf oder Golf oder worin? Hallenhalmer. Nee, wir haben, ich spiele ab und zu nochmal bei der Ü40 vom SC Viktoria. Und da haben wir jetzt die Norddeutsche Meisterschaft gehabt am vorletzten Wochenende. Und jetzt geht es dann zur deutschen Meisterschaft nach Berlin. Da hoffe ich, dass ich dabei sein kann, das kann ich jetzt noch nicht so sagen. Aber das entscheidet der Trainer oder du? Ja, genau, mal sehen, ob ich überhaupt im Kader bin. Der Trainer ist schon sehr ehrgeizig, muss man sagen. Ja, ist auch gute Mitspieler, ne? Sag mal kurz, Marius Evers, glaube ich. Ja, das ist erstmal ein fantastischer Typ. Ich kannte ihn vorher gar nicht, also natürlich aus dem Fernsehen oder aus dem Stadion, aber habe ihn dort kennengelernt und mag den total gern. Ist ein richtig, richtig guter Typ. Bin froh, dass er die Chance bekommen hat, dort Cheftrainer zu sein jetzt beim SC Viktoria. Und hoffe, dass er da seinen Weg geht, weil der hat es verdient. Wir haben noch einen Mitspieler von dir aufgetan, der auch dir gerne was sagen würde. Hey Thies, grüß dich. Hier ist Wolfgang. Nicht nur Mannschaftsarzt vom HSV, sondern auch dein persönlicher medizinischer Berater. Ja, es macht immer wieder Spaß, mit dir auf dem Platz zu stehen und mit der Ü40 vom SC Viktoria Hamburg Titel zu gewinnen, wie oft geschehen in den letzten Jahren, mit letztem Highlight noch den Sieg der Norddeutschen Meisterschaft. Und ich freue mich schon sehr darauf, mit dir in Kürze wieder auf dem Platz zu stehen, wenn es dann um die deutschen Meisterschaften in Berlin Mitte September geht. Und diesbezüglich wollte ich dir nur noch mal sagen, dass beim letzten Turnier, als wir beide dann doch eher mal uns auf der Ersatzbank wiedergefunden haben, da weiß ich aus Insiderkreisen, dass das nichts mit unserer Leistung zu tun hat, sondern dass wir für genau die deutschen Meisterschaften in Berlin geschont werden sollten.
Ich hoffe, das bezweifelst du nicht, Thies, oder? Er hatte Redebedarf. Ja. Kurz nochmal zur Erklärung, Wolfgang Schillings, nicht nur Mannschaftsarzt beim HSV, sondern auch offenbar dein Mitspieler, Banknachbar. Wie Michael Jackson, Leibarzt. Ja, wir saßen da bei 40 Grad jetzt ab und zu mal auf der Bank. Es war eine Turnierform, aber das war auch okay. Also ich bin zwar so, fühle ich mich gut, aber dann muss ich sagen, dieses Jahr habe ich schon nicht mehr so viel Power dann auf dem Platz gehabt. Und dann gab es schon noch ein paar Jüngere. Und Wolle und ich verstehen uns ja eh gut. Also da vielleicht hat der Trainer das auch deswegen gemacht. Wolfgang Schillings, Stürmer, du bist? Ja, das Mittelfeld früher, haben wir gehört? Ja, eigentlich immer noch. Ja. Wieder. Ich war dann kurz mal eine Nummer 9, eine Nummer 10, aber dann haben sie mich wahrscheinlich aus Konditionsgründen dann auf die rechte Seite gestellt. Ja. Du hast ja vorhin, oder wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du bei dem Nachwuchs von St. Pauli gespielt hast. Gab es auch mal den konkreten Traum, selber Profifußballer zu werden? Und ist dir irgendwann geplatzt, oder? Also ich hätte ich den Biss damals gehabt, den ich jetzt als Berater habe, dann wäre ich wahrscheinlich sicher Profi geworden. Aber nein, habe ich nicht gehabt. Ich habe grundsätzlich immer das Team im Kopf gehabt, habe mich eigentlich eingebracht und wollte eigentlich mehr Spaß haben. Und ja, das war eine tolle Zeit bei St. Pauli. Wir haben einen tollen Trainer gehabt mit Joachim Filipkowski und richtig gute Spieler dort gehabt. Aber da habe ich halt gelernt, wie so eine Mannschaft funktioniert. Also wir hatten keine Überspieler, sondern waren einfach ein toller Haufen und haben dadurch dann den dritten Platz erreicht. Glaube ich, Hamburger Meister sind wir geworden. Und da habe ich viel gelernt. Das war fantastisch. Kannst du denn sagen, wie du dann Spielerberater geworden bist? War das sozusagen der Ersatz, weil es mit der Profikarriere nicht gereicht hat? Es gab dann die Alternative, dann in der Landesliga dann mit einer Kiste Bier dann zu sitzen oder dann selber was auf die Beine zu stellen. Und nein, ich bin damals dann, ich hab sehr gute Freunde damals schon in Tschechien gehabt mit dem Thomas Ujfaluschi, Marek Heinz und Milan Baroš vom FC Liverpool. Und kann es sein, dass man gute Freunde in Tschechien hat, die dann heißen Milan Baroš, Ujfaluschi und Marek Heinz? Wo lernt man diese guten Freunde kennen? Ja, also Thomas Ujfaluschi habe ich hier in Hamburg kennengelernt über Bekannte und ja, ist ein sehr, sehr enger Freund von mir und ein super Typ. Und der hat damals zu mir gesagt, dass ich nach meiner kaufmännischen Ausbildung dann sowas, ob ich da nicht Lust hätte, mal nach Tschechien zu kommen, weil er glaubt, dass es mein Gebiet ist und dass ich dort, dass es dort viele Talente gibt, die schlecht beraten sind und die gerne nach Deutschland kommen würden. Ja, und dann bin ich dorthin und habe mir gefühlt 3 Monate lang von der E-Jugend bis zur Profimannschaft alles angeschaut, bis sie dann schon Deutsch gezählt haben bei Sigmar Olmütz in der ersten Mannschaft. Und habe dann ein Jahr später dann 3 Spieler weggebracht. Und hatte so. Kennt man davon jemand? Ja, Radim Kutschera von Arminia Bielefeld, da war ich in die Bundesliga, habe ich den gebracht. Dann, das war dein erster Transfer als Spielerberater, oder? Nee, mein erster Transfer war Christian Möckel von Hoffenheim zum VfB Lübeck. Christian Möckel war bei Hannover 96 als sportlicher Leiter zuletzt. Ablöse damals? Der war ablösefrei, weil der hat zu mir gesagt, hieß, die wollen mich nicht mehr, hast du nicht einen Club für mich? Und dann habe ich Stefan Böger angerufen damals, den kannte ich auch vom HSV und habe gesagt, du Bögi, ich habe hier einen super Spieler, wie sieht's aus? Und da hatte ich gesagt, ja, den nehme ich sofort. Und dann haben wir das ganz schnell per Fax erledigt und dann hatte ich ein bisschen Taschengeld und bin dann nach Tschechien. Heute ein bisschen mehr. Bin ich nach Tschechien dann mit dem Geld und habe dann dort halt alles angeschaut und ja, das war fantastisch. Also. Das ist ja jetzt verjährt, aber weißt du es noch? Und wenn ja, kannst du sagen, wie viel das erste Beraterhonorar, also im Fall von Möckel ja wahrscheinlich, dann dein Beraterhonorar war? Ja, das müssen pro Jahr so 6.000
Euro gewesen sein. Das heißt, pro Jahr heißt der Spieler hat dich... Es war, glaube ich, ein Zwei-Jahres-Vertrag und okay. so ungefähr. Ist das heute auch noch so, dass die Spieler euch dann jahresweise bezahlen oder läuft das dann von Transfer? Hat der Verein, also die Vereine, das hat damals der VfB Lübeck bezahlt. Und da saß ich dann immer ganz stolz an der Lohmühle und habe geschaut, wie der Christian dann mit links die Ecken von rechts geschlagen hat, mit rechts die Ecken mit links. Und war auch toll. So ging's los. Aber das ist immer noch so heute, dass man pro Jahr bezahlt wird und nicht ein Spieler XY geht für 10 Millionen irgendwo hin und der Berater bekommt dann 10%, 1 Million und fertig ist? Alles ist möglich. Also keine festen Regeln, sondern alles. Na, es gibt schon Regeln, aber es muss... Betriebsgeheimnis. Ja, man muss, glaube ich, ganz gut verhandeln können. Und Stichwort Geheimnis. Stimmt es eigentlich, dass du mal eine Ausbildung bei Mercedes angefangen hast? Ja, das stimmt. Das hat mit deinem Papa zu tun, oder? Damals habe ich beim VfL Pinneberg gespielt und hat dann auch lange gedauert, bis ich dann wieder in Mercedes gefahren bin, muss ich sagen. Du hast die Frage nicht beantwortet. Hat mit deinem Papa zu tun? Ja. Der hat eine Frage. Ja, hallo Thies. Ich würde gerne wissen, wo die Zweit- und Drittschlüssel für dein Fahrzeug ist, was du hier in Zahlung gegeben hast. Und würde mich sehr freuen, wenn die noch nachgeliefert werden. Okay. Also? Erstmal Thomas Bliemeister, dein Vater deutscher Meister mit dem HSV 1979. Ja. Ohne Einsatz, aber trotzdem deutscher Meister. Ja. Und jetzt die Schlüssel. Ja, erstmal ein toller Mensch. Also da bin ich sehr dankbar. Ich glaube, wenn ich sein Berater gewesen wäre, da hätte er noch viel mehr im Fußball erreichen können. Hat er einen Berater? Nee, meine Mutter, ja. Immer noch. auf dem Sofa. Berater fürs auf dem Leben. Sofa. Aber echt klasse. Und ja, die Schlüssel sind wie immer weg. Okay. Jetzt, da kriege ich zu Hause auch immer Ärger, aber also mit Schlüsseln habe ich es nicht so. Kannst du kurz sagen, was dein Vater jetzt macht? Ja, der arbeitet bei Mercedes. Burmeister in Relling und verkauft dort schon seit Jahren Mercedes und hat mich dann vor 4 Jahren hat er mich dann mal überzeugt. Davor war es eigentlich immer zu teuer und habe ich immer das Gefühl gehabt, er wollte von mir ein bisschen mehr. Und dann ist es nach Tottenham gegangen und dann hat es geklappt. Ja, genau, nee. Aber ja, nee, da bin ich schon dankbar, dass ich so einen Vater haben kann. Kümmert sich auch heute um die HSV Altliga, seit einigen Jahren schon. Du durftest auch schon mal mitspielen. Verfolgst du die auch regelmäßig dann noch? Ich frage ihn häufig, wie es da so läuft. Ich kenne da auch, ich war auch so als 12-jähriger Junge mit der HSV Altliga auf Reisen damals, mit Harry Bäre, Charlie Dörfel, Horst Blankenburg und das hat mich auch ein bisschen geprägt. Also ich habe viel gesehen dort und ja, irgendwie hat mich das auch weitergebracht. Gibt es da einen kausalen Zusammenhang, dass dein Vater eine ehemalige HSV-Legende war und du so viele HSVer kennst? Also hat er dir sozusagen den Zugang irgendwie geholfen dabei? Oder wie kam es, dass du da so reingerutscht bist? Freundschaften. Also grundsätzlich haben wir uns irgendwie über Freunde kennengelernt und dann wurde es immer eine größere Gruppe. Auch damals mit Serge Barbares auch eine schöne Zeit gehabt, wirklich waren eine tolle Zeit, ich war halt noch sehr jung, ne? Aber es war, gefühlt hat mich das alles weitergebracht, weil ich so viel gesehen habe. Und ich glaube, dass gerade das, wenn man in diesen Job rein will, muss man den Spieler verstehen. Und das konnte ich schon vorher. Ich konnte den Spieler schon verstehen, weil mein Vater Profi war. Und danach umso mehr, weil meine besten Freunde Profis waren. Deswegen kann ich, glaube ich, den Jungs extrem helfen, weil ich es einfach selbst erlebt habe. Also es steckt schon auch einiges an HSV in dir drin. Kann man das sagen? Ja. Darf man das sagen als Spielerberater überhaupt? Also, ich liebe den Fußball und wenn der HSV schön Fußball spielt, dann bin ich total glücklich. Wenn er aufsteigt auch? Ja. Ich habe mich schon letztes Jahr sehr gefreut und ich glaube, mit Dieter Hecking haben sie einen richtig guten Trainer und auch mit Jonas Bold und Michael Mutzel haben sie da gute Jungs
Und ja, aber ich fand auch, dass der Ralf Becker das gut gemacht hat. Deswegen, ja. Aber kann sie alle auf einmal haben, ne? So ist das hier. Natürlich würden wir am Deadline Day mit dem Spielerberater gerne unendlich lange quatschen, aber wir sind so ziemlich am Ende unserer Sendung angekommen und wie jeder Gast musst auch du dann unsere letzte offizielle Frage beantworten, die da lautet: Steigt der HSV auf? Ja. Ich glaube, jeder Gast hat bis jetzt genau diese Antwort gegeben. Relativ schnell und klar auch. Eine neue Frage überlegen. Ja. Ja. Vielleicht sagst du noch warum. Ja, also der Trainer ist ein Riesenfaktor, die da Erfahrung. Ich glaube, wenn du als Spieler auf dem Platz stehst und dann mal einen schwierigen Moment hast und schaust raus und da steht Dieter Hecking, dann beruhigst du dich auch schnell wieder. Ja, ich glaube, dass die Mannschaft einfach eine Riesenqualität hat und deswegen werden sie hochgehen. Heute in 2 Wochen hier am Millern-Tor das Derby, FC St. Pauli gegen den HSV. Du hast Verbindung zu beiden Clubs. Wem drückst du denn dann die Daumen? Ach, ich wünsche mir ein gutes Spiel. Also ich bin auch gerne am Millern-Tor, habe da auch 2 Dauerkarten und bin, also ich genieße das schöne Spiel und ich habe Spieler bei beiden Mannschaften. Deswegen ist es bei mir nicht mehr so vereinsabhängig. Ich freue mich, wenn meine Jungs gewinnen. Das hat sich alles in den Jahren ein bisschen verändert. Ich beobachte das Spiel anders und ich möchte einfach, dass die Jungs Tore machen oder ein gutes Spiel liefern. Und dann bin ich happy, dann gehe ich auch glücklich nach Hause dann. Das ist doch eine schöne Überleitung, ohne dass wir dich rausschmeißen wollen. Aber wir sind leider am Ende angekommen. Wir wünschen dir dann ein schönes Derby in 2 Wochen auf jeden Fall. Wir sehen uns oder hören uns am nächsten Montag schon wieder. Dann heißt es wieder HSV, wir müssen reden. Dann unter anderem auch über das Länderspiel HSV sage ich schon, Deutschland gegen Holland hier beim HSV. Und natürlich werden wir auch über das Derby reden, FC St. Pauli gegen den HSV. Und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Tschüss.